Gut, herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Fink. Ich werde Ihnen ein bisschen was über die Spezialisierung erzählen, die wir gemeinsam mit dem Institut für Organisation und globale Managementstudien anbieten. Das ist sozusagen ein Themengebiet, wo wir den Schnittbereich zwischen Innovationsmanagement und Organisationstheorie anbieten und behandeln. Ich darf Ihnen auch gleich die Frau Schachereiter vorstellen, die Sie dann auch von der Administration und den technischen Dingen beraten kann und die Sie dann auch direkt betreuen würde, wenn Sie diese Spezialisierung wählen. Was ist unsere Leitlinie? Uns geht es darum, dass wir eine forschungsgeleitete Lehre anbieten. Was heißt das für Sie? Das hat einerseits den Vorteil, dass Sie im Hörsaal Bücher stehen haben, die auch tatsächlich die Forschung in dem Themenbereich vorantreiben. Also wenn Sie sich die Publikationslisten und unsere Forschungsthemen anschauen, dann werden Sie sehen, dass die Publikationen, die aktuell in den Top-Journals auch tatsächlich von den Personen geschrieben werden, die im Hörsaal stehen. Ja, hat für Sie den großen Nutzen, dass wir Ihnen auch erklären können, wie diese Ergebnisse zustande kommen, welche Wertigkeit diese Ergebnisse haben und wie tragfähig die sind. Das für Sie möglicherweise unmittelbar Negative ist, dass unser Anspruch auch darin besteht, Sie in Forschungsprozesse einzubeziehen. Ja, also wenn Sie das interessiert, dann ist das eine Spezialisierung, die richtig ist für Sie von der Wahl. Und Sie müssen auch bereit sein, bei uns Forschungstexte zu lesen. Das heißt, Publikationen zu lesen und das möglicherweise sogar in englischer Sprache. Das klingt jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, jeder kann Englisch. Das Problem ist nur, dass diese Publikationen teilweise ein bisschen komplexer formuliert sind, als man das erwartet. Aber Sie werden sehen, dass diese Voraussetzung, die wir da an Sie stellen, ein wesentlicher Beitrag ist für Sie, um Sie fit zu machen für Ihre Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und sonstige Abschlussarbeiten, weil genau dann brauchen Sie ja dann sowieso die Kompetenz, solche Texte zu lesen, zu verstehen und zu verarbeiten. Und da können Sie sozusagen in den Lehrveranstaltungen das schon üben, ohne das große Risiko, dass Ihr eigenes Forschungsprojekt dann davon betroffen ist im Erfolg. Ja, also das ist ein bisschen die gute Nachricht. Sie haben die Forscher in der Lehre stehen. Ich kann Ihnen auch sagen, das sind Leute, die auch im Hörsaal kommunizieren können. Also das sind nicht die Elfenbeinturmforscher, die nicht sprechen können, sondern die können normalerweise eigentlich ganz gut auch präsentieren und mit Ihnen kommunizieren. Aber Sie haben eben sozusagen sicher bei uns einen größeren inhaltlichen Anspruch als bei manchen anderen Spezialisierungen, weil wir eben von Ihnen fordern, dass Sie auch an der Forschung dranbleiben. Da ist gleich die nächste Message. Es ist so, dass wir Ihnen sehr stark empfehlen, unsere Spezialisierung mit einer eher praktischen Spezialisierung, wo Sie Handwerkzeug lernen, zu kombinieren. Ja, also ich würde Ihnen nicht empfehlen, unsere Spezialisierung zu nehmen und eine andere eher abstrakte oder forschungsgeleitete Spezialisierung zu nehmen. Klassischerweise gut ist zum Beispiel, wenn Sie zu uns dazu kombinieren, etwas wie Accounting, etwas wie Marketing, also Themen, die Sie auch in Ausschreibungen wiederfinden, ja, im Suchprofil von Ausschreibungen. Es gibt kaum Ausschreibungen, wo drin steht strategisches Management und Innovation. Und da suchen wir die Leute, sondern man braucht immer einerseits etwas, wo Sie lernen, Probleme intellektuell anzugehen und zu lösen und dann nach Möglichkeit auch das Handwerkzeug, das Ihnen die Theorie in die Hand gibt, zu nutzen, also eine Flexibilität für die Arbeitswelt vorbereiten und auf der anderen Seite aber auch konkret umsetzbare Kompetenzen, also Dinge, die Sie, wenn Sie in den Betrieb kommen, unmittelbar anwenden können. Solche Kombinationen sollten Sie sich auswählen. Wir sind sicherlich eher bei der ersteren Gruppe. Sie werden eben die Originalliteratur bearbeiten, Sie werden Vorträge hören von Gastforschern, die wir relativ häufig bei uns haben. Sie werden auch Vorträge von Praktikern hören, obwohl auch dann wieder sozusagen die allgemeine theoretische Linse auf diese praktischen Probleme angelegt werden.
Alle unsere Lehrveranstaltungen finden in einem sehr interaktiven, in einer sehr interaktiven Form statt, weil wir eben möchten, dass sie kompetent werden, nicht nur in der Bearbeitung von Problemstellungen, sondern auch in der Kommunikation der Lösung. Also unsere Studenten sollen am Ende fähig sein, in Gruppen, aber auch allein Arbeitsaufgaben zu überstehen und zu erleben und zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen und das dann auch effektiv zu kommunizieren. Das bedeutet, dass wir keine Spezialisten in dem Sinn ausbilden, dass sie eins zu eins das, was sie bei uns hören, sofort in einem Unternehmen anwenden können, sondern sie lernen zu denken, sie lernen Probleme zu strukturieren, sie lernen mit dem, was an akademischem Anspruch da vermittelt wird, auch tatsächlich in ihrem privaten und ihrem beruflichen Leben umzugehen. Berufsfelder dementsprechend ist alles, was im Management möglich ist. Ja? Wenn Sie sinnvoll kombinieren, dann können Sie eigentlich in einem Unternehmen, in einer Verwaltungseinheit, in jeglicher Organisation sinnvoll arbeiten. Sie müssen sich immer vor Augen halten, je spezialisierter Sie sich ausbilden, also je spezieller Ihre Ausbildung ist, desto weniger Jobangebote kommen für Sie in Frage und desto geringer ist Ihre Verhandlungsmacht gegenüber Ihrem Arbeitgeber bei den Konditionen Ihrer Anstellung. Je genereller Sie ausgebildet sind, desto mehr Möglichkeiten haben Sie zu wechseln und jeder Wechsel, der von innen aus initiiert ist, bringt Ihnen meistens mehr Freiheitsgrade und möglicherweise sogar eine bessere Bezahlung. Ja? Uns geht es darum, Sie fit zu machen für viele anspruchsvolle Jobs und Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Persönlichkeit und Ihre persönlichen Kompetenzen in unseren Kursen entlang den Aufgabenstellungen zu entwickeln. Wenn Sie sich das antun wollen, können Sie sogar nach unserer Ausbildung in die Beratung gehen. Ja? Gut. Sie unterbrechen mich, wenn Sie etwas nachfragen wollen. Welche Inhalte bearbeiten wir? Das ist einerseits aus der Organisationstheorie, Dinge wie Strukturen und das Individuum in einer Struktur. Das sind methodische Kompetenzen im Bereich qualitativer und quantitativer Forschung. Also wir sind da nicht ideologisch in einem geprägt, sondern wir kombinieren die Methoden so, dass sie für die Fragestellung passen. Sie haben eben diese Seminare, die dann aufbauend sind auf einem Grundverständnis von Organisations- und Innovationstheorie. Sie können sich innerhalb der Spezialisierung dann, je nachdem welche Seminare Sie wählen, eher auf den Bereich Innovation konzentrieren oder eher auf den Bereich, also auf den zweiten Bereich, oder Sie kombinieren Organisation und Innovation. Das ist ganz, wie Sie wollen. Und dann zusätzlich gibt es auch noch diese Management-Skills, die Sie dann eher im Bereich Umsetzung trainieren sollen. Ich möchte mit Ihnen nicht die einzelnen Kurse durchgehen und Ihnen jetzt ganz genau erzählen, was in diesen Kursen stattfindet, weil die Inhalte dieser Kurse von Semester zu Semester sich verändern. Ja, wir haben immer eine relativ große Fluktuation, auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern, weil ja der heutige Karriereverlauf in dem akademischen Bereich nicht so ist, dass man 40 Jahre auf einer Uni bleibt, sondern das sind meistens so Perioden von 3 bis maximal 4 Jahren und dann wechselt man auf die nächste Universität, meistens in einem anderen Land. Das heißt, wir haben ein internationales Team, wir haben Juristen, Techniker, Soziologen, BWLer in unserem Team und je nach Ihrem Interesse können Sie sich dann diese Kurse wählen, die Sie interessieren. Wenn Sie sich einen Kurs aussuchen, schauen Sie sich an, wer den anbietet und was den Kurs hat, weil das wird dann auch noch stärker als die Kursbeschreibung Ihnen Informationen geben, was Sie in diesem Kurs an Kompetenzen lernen werden. Jedenfalls müssen Sie einen Masterkurs machen, Sie müssen ein Seminar machen und Sie werden dann am Ende eine mündliche Fachprüfung machen, die im Endeffekt daraus besteht, dass der gewichtete Durchschnitt
Telefonanschriftungsnoten herangezogen wird. Wir betreuen Abschlussarbeiten, relativ viele, zu Themen, die mit unseren eigenen Forschungen und Forschungsthemen in Verbindung stehen. Das hat für Sie den Vorteil, dass die Person, die Sie betreut, dann auch tatsächlich in diesem thematischen Feld zu Hause ist und Sie auch sehr gezielt in Richtung Kernliteratur, Methode und sonstigen inhaltlichen Fragen beraten kann. Ja, also bei uns funktioniert es an sich so mit den Abschlussarbeiten. Die Personen, die Studierenden, die uns positiv auffallen in unseren Kursen, werden angesprochen. Es kommt zu einer Art Einladung zu einem gewissen Forschungsprojekt. Ihre Abschlussarbeit ist dann ein kleiner Beitrag zu einem großen, überspannenden Forschungsprojekt. Und so kommen wir zu Abschlussarbeiten, die einerseits einen wesentlichen Beitrag leisten und andererseits Ihnen die Möglichkeit geben, sehr schnell, sehr effektiv und trotzdem sehr spannende Themen zu bearbeiten. Ja? Zu unseren Forschungsfeldern schauen Sie sich bitte die Homepage des Instituts für Organisation und globale Managementstudien an oder unsere Website, ganz einfach ifi.jgu.at. Wer sind wir? Einerseits ist das am Institut für Organisation und globale Managementstudien unter der Leitung von Werner Aurizzi, die wissenschaftlichen Kräfte Robert Bauer, jemand aus dem Innovationsmanagement eigentlich auch sehr stark, der Thomas Gegenhuber, jemand, der mit sozialen Medien sehr viel zu tun hat und forscht, die Cecilia Innereiter Moser, klassische Organisationstheorie und Organisationsentwicklung, der Johannes Lehner, unorthodoxe Organisationstheorie und Organisationsentwicklung und der Daniel Sendbar, der dem Ganzen sehr stark dann noch einen internationalen Touch gibt. Ja, das sind die Personen am Institut für Organisation. In den nächsten 4 bis 5 Monaten wird da auch noch jemand dazukommen, weil der Lehrstuhl gerade vakant ist, der gerade nachgesetzt wird. Bei uns, Institut für Innovationsmanagement, oder wie wir uns nennen, IFI, das bin einmal ich, Matthias Fink, dann eben die Frau Schacherreiter, die sich um ihre sonstigen Organisationssachen kümmert, sich hundertprozentig mehr auskennt als ich, welche Punkte, welche Voraussetzungen, welche Kurse, da bringt es die Beratung, die ich Ihnen nicht geben kann. Unser Team besteht aus dem Berthold Barek Kalic, Business Angel, hat eine Investmentfirma in Wien, ist ein absoluter Experte in dem Bereich Finanzierung von Innovationsprojekten, ja, also Gründungsprojekte, Innovationsprojekte. Der Johannes Gartner, kennt irgendjemand von Ihnen das Forum 3D-Druck? Ja, der Johannes Gartner hat das gestartet und ist bis jetzt auch Managing Partner in diesem Unternehmen. Der Michael Kusenbauer, das ist seine Forschung, beschäftigt sich hauptsächlich mit Geschäftsmodellen. Wie kann man Geschäftsmodelle so aufsetzen, dass sie Innovationen hervorbringen? Sehr stark auch mit einem internationalen Touch, also Innovation Offshoring als Schlagwort. Der Rainer Harms ist nur teilweise bei uns. Der Rainer Harms ist sonst an der Technischen Universität Twente, beschäftigt sich viel mit Innovation in Gründungsprojekten. Die Isabella Hattag ist zur Hälfte an der WU und zur Hälfte bei uns, beschäftigt sich sehr stark mit Organisationsentwicklung, ist auch ausgebildete akademische Organisationscoach. Und beschäftigt sich bei uns hauptsächlich mit der Frage, wie Innovationen in Familienbetrieben sich unterscheiden von Innovationen in sonstigen Organisationen. Der Richard Lang, der wird bei Ihnen nicht relevant sein, weil er dieses Jahr und nächstes Jahr in Birmingham auf einem Marie Curie-Stipendium ist, der EU, beschäftigt sich mit sozialem Wohnbau, also wenn Sie sich unglaublich mit sozialem Wohnbau für das interessieren, sollten Sie warten, wenn Sie das nicht interessiert, dann machen Sie was anderes.
Der Andreas Rauch ist ein absoluter Experte im Bereich Metastudien und aus dem Bereich Gründungsforschung mit einem Innovationstouch. Und die Elisabeth Reiner ist eine Juristin. Wir haben jetzt auch noch die Daniela Marisch dabei, die sich mit Patenten, Intellectual Property Rights und Ähnlichem beschäftigen. Ja? Also das sind die Leute, das sind aber auch die Inhalte, die bei uns kommen. Ja? Das sind die typische Struktur als Schnappschuss für die einzelnen, für dieses eine Semester, wo Sie sehen, die Kurse als Start. Wir haben einen Einführungskurs, wo wir beide Themen etablieren wollen, ein Grundverständnis, und alles andere baut dann auf diesen Kurs auf. Also den Kurs müssen Sie zuerst einmal machen und im Folgesemester können Sie dann darauf aufbauen. Da gibt es dann die Seminare mit den Kompetenzen in Richtung qualitative Forschung, die Seminare mit Kompetenzen in Richtung quantitative Forschung, immer mit inhaltlichen Schwerpunkten auf Organisation und Innovation. Sie haben die reinen Themenseminare, die wir sehr häufig mit Praxispartnern gemeinsam machen. Also zum Beispiel der eine Kurs vom Herrn Gusenbauer war gemeinsam mit der Firma Johammer, die haben dieses Elektromotorrad oben in Bad Leonfelden entwickelt. Und dann gibt es die Seminare, wo es darum geht, dass wir Sie in den Bereichen Innovation und Organisation noch einmal weiterbringen in Richtung einer Abschlussarbeit. Gut. Ja, das glaube ich war es soweit. Haben Sie Fragen? Oder ist Sie ausreichend verwirrt? Also die Key Message ist, wenn Ihnen schon schlecht wird, wenn Sie das Wort Theorie hören, würde ich Ihnen nicht unbedingt empfehlen, uns zu reden. Ja? Weil wir einfach Institut sind, das sehr stark auf Forschung aufbaut und Forschung hat mit Theorie zu tun. Sie können keine sinnvolle empirische Forschung durchführen, wenn Sie keine theoretische Grundlage haben. Ja, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie, sagt man. Wenn Sie Interesse daran haben, irgendwann einmal später in Richtung einer Tätigkeit zu gehen, die entweder in der Beratung, in der Verwaltung, in einem Unternehmen oder sogar im akademischen Bereich in Richtung Forschung sich ausrichtet, dann sind wir sicher der richtige Platz für Sie. Wenn Sie uns wählen, achten Sie darauf, dass Sie positiv auffallen, als kritischer Kopf, als jemand, der sich einbringt, der mit uns redet, der Leben in die Lehrveranstaltung bringt. Das sind die Voraussetzungen, die dazu führen, dass wir Sie einladen, auch eine Abschlussarbeit bei uns zu schreiben. Ja? Gut, sonst, wenn es Fragen gibt, schreiben Sie eine Mail, schauen Sie ins Studienhandbuch. Und ich freue mich, wenn ich einige von Ihnen dann in meinem Kurs wiedersehe. Gut, dann noch einen schönen Tag.